Einen wunderschönen guten Morgen. Diese Woche, die verlangt es, dass wir über die Kalender-App Con sprechen. Das ist für mich in einigen Belangen eher untypisch. Nicht nur, weil es um die für mich unbeliebten Terminplaner geht, sondern weil derzeit keine iPad und keine Apple Watch-App dafür existiert. Und obendrein, da nutzt Con als Backend ausschließlich den Google-Kalender.